Hallo zur Abo-Geschichtenzeit. Heute haben wir eine neue Autorin mitgebracht, Wiete Lenk. Viel Spaß! Ich bin eine Dresdner Autorin, ich heiße Wiete Lenk und möchte zwei Texte aus meinem neuen Buch vorlesen. Das Buch heißt Nimm einen Namen. Es sind Erzählungen und wie gesagt davon jetzt zwei zu Gehör. Und mein Buch, das sei noch erwähnt, ist beim Dresdner Zwiebuck Verlag erschienen. Die Skala. Sie machen das gut. Sehr gut. Wie fühlen Sie sich? 4, erkläre ich stockend. Der Professor, ein rundlicher Mann mit randloser Brille und kleinen, freundlichen Augen, nickt mir aufmunternd zu. Er zeigt auf das Glasgefäß, das vor mir steht. Ich zögere. Oh Gott! Behutsam berühre ich das Glas mit meinen Fingerspitzen. Ganz ruhig, es kann nichts passieren. Immer noch 4? Eher 3. Ich spüre, wie sich auf meiner Stirn Schweißtropfen bilden. 3,5, korrigiere ich kurz darauf und wische mir über die Augen. Oh Gott, sie bewegt sich. 2, 2. Meine Finger zucken. Sie schaffen das. Sie schaffen das. Ich nicke und beiße mir auf die Lippen. Angstbewältigung durch Konfrontation. Es ist meine erste Sitzung. Das Institut für Verhaltenspsychologie hat im Stadtanzeiger eine Annonce geschaltet. Das Glas ist nicht groß. Auf seinem Deckel steht edle Dreifrucht. Ein ehemaliges Marmeladenglas. Der Deckel ist fest verschraubt. Nur seine stecknadelgroßen Luftlöcher stören. Ich nehme ein Blatt und fächere mir Luft zu. Im Raum ist es stickig und heiß. Ich fühle mich so lala. Das heißt 4. Fürs erste Kennenlernen nicht schlecht, erklärt der Professor und nimmt seine Brille ab. Er sagt, dass er die Skala mit seinen Studenten entwickelt habe. Ich nicke. Die Skala geht runter bis 1. 10 ist das Beste. 5. Ich probiere ein zaghaftes Lächeln. Gut. Oh nein, jetzt wieder 4. Mein Atem geht stoßweise. 4. Der Professor trägt meine Angaben in die Tabelle ein. Anschließend rückt er das Glas auf Armlänge von mir weg. Und jetzt? Ich massiere mein Handgelenk. 6,5? Nein, nein, 7. Er mustert mich aufmerksam. Was denken Sie, wollen Sie ihr einen Namen geben? Einen Namen? Ich überlege, seit meinen Puppen habe ich niemandem mehr einen Namen gegeben. Sarah, flüstere ich endlich und lasse den Blick durch den Raum gleiten. Helle Wände, ein Whiteboard, Stühle, ein Tisch, auf dem Fensterbrett steht ein übervoller Aschenbecher. Sarah klingt gut, sagt der Professor. Sarah hieß meine Großmutter. Ich richte mich auf und strecke erneut die Hand nach dem Glas aus. Sie schaffen das. Ja. Ich drehe das Glas in Uhrzeigerichtung. Ruckartig, ohne Pause. Sarah bewegt sich nicht. Reglos verharrt sie auf ihrem Platz. Ob ihr schwindlig ist? Großmutter klagte zuletzt immer häufiger über Schwindelanfälle. Sie hat eher Angst. Der Professor bleibt ernst. Die Starre ist eine Schutzreaktion. Sarah, rufe ich leise. Großmutters Name. Ihr weißes Haar, die vernarbten Hände, Großmutters Stimme. Ich glaube, das hat mir damals das Leben gerettet. Damals, während des Krieges. Die Häscher sind daran vorbeigelaufen, an meinem Versteck. Das riesige Spinnennetz vor der Tür, vielleicht, dass sie meinten, hier hätte vor kurzem kein Mensch. Hallo? In Großmutters Wohnung gab es überall Spinnweben, seufze ich. Unverwandt sehe ich Sarah an, wie sie am Boden des Glases sitzt. Im 19. Jahrhundert wurden sogar Gewänder aus echter Spinnensalbe gewebt. Der Professor nimmt seine Brille ab, eine Kostbarkeit. Ich stelle mir Großmutter vor, im spinnenseidenen Kleid. Großmutters Lächeln. 9, sage ich und hole Tiefluft. Der Professor ist überrascht. 9, wiederholt er und schüttelt den Kopf, legt den Stift zur Seite und sieht zur Uhr. Er reicht mir die Hand. Bis morgen, sagt er. Ich gehe zur Tür.
Auf der Treppe draußen nehme ich mehrere Stufen auf einmal. Sarah, summe ich und fühle mich 10. Ja, und jetzt noch ein zweiter Text. Der Text hat den Titel Matisse. Die Wäsche flattert im Wind. Der Wind hat keine Farbe. Nele nickt. Ich habe heute dieses 1-2-3-Gefühl, sagt sie und befingert zwickel und bunt ihre orangefarbenen Slips. Noch nicht trocken. Nele steckt eine der Klammern fester. Was ist? Glauben Sie mir nicht? Glauben Sie es nicht? Die Hände in die Hüften gestemmt, wendet sich Nele in die Richtung, in der sie ihre Nachbarin vermutet. Der Wäscheplatz ist umringt von Häuserblöcken, grauweiße, mehrstöckige Gründerzeithäuser, von deren Fassaden der Putz abblättert. Nele hält ihr Gesicht dem Wind entgegen und öffnet den Mund. Die Luft schmeckt nach Maulwurfshügeln, frisch aufgeworfen und erdig. Nele lacht, ihr Stock klopft sich vorwärts. Sehen Sie, wie der Maulwurf gewühlt hat? Geschickt weicht sie der flatternden Wäsche aus. Niles Nachbarin, eine breithüftige, schwere Frau, streicht ihre Schürze glatt. Sie bückt sich. Sie hat die Bezüge ihrer Kissen gewaschen. Buntwäsche. 40 Grad. Ohne Schleudergang. Heute geht Wind. Sie will die Wäsche aufhängen und wieder in ihre Wohnung zurück. Ich habe meine Kissenbezüge gewaschen, sagt sie. Nele blinzelt. Die Sonne auf den Dächern der Häuser blendet auch. Heiteres, hellhäutiges Licht. Nele wirft ihren Kopf zurück, nimmt die wärmenden Sonnenschichten in sich auf. Atmet sie ein, atmet ihn ein, diesen dehnbaren Augenblick, der über den Maulwurfshügeln, Häuserfassaden und Dächern weht wie seidiges Frauenhaar. Nele denkt an Matisse, eigenartig, zuerst an Matisse, denkt an Abati, an Prokhorov, an Chagall und erneut an Matisse. Der hätte als Alternder, wenn ihm diese Sonne und dieses Dach begegnet wären, Sonne und Dach ausgeschnitten. Er hätte sie aufkleben lassen. Nele lacht. Matisse hätte die Sonnenstrahlen auf ihre orangefarbenen Slips kleben lassen. Stillleben mit Sonne und Dach. Sie nickt der Nachbarin zu. Mögen Sie Henri Matisse? Nele wählt bei Henri die deutsche Aussprache. Die Nachbarin ringt einen Bezug aus, reckt Kinn und Kopftuch der Leine entgegen. Nele hält die Luft an und hofft für einen verrückten Moment, dass die Frau ihren Mund öffnen, nicken und sagen würde, Matisse, sagen Sie? Henri Matisse? Sicher, den kenne ich, sehr sogar. Der hängt überm Sofa, ich zeig's Ihnen, gern zeige ich es, dieses Bild von ihm, sein Open Window. Das schaue ich mir oft an, das ist mein Sommer im Winter. Matisse im Winter, wenn der Schnee keine Farben zulässt, wenn alles erstarrt ist, so starr wie blutleere Winterblüten, Eisblumen am Fenster, die mir die Schwermut bringen, mich wegschleppen wollen aus diesem Leben. Mit ihrer Linken schneidet Lele das Licht aus, setzt ihre Hand dort an, wo Dach und Sonne einander begegnen. Sie träumt, junges Rot würde hervorquellen. Träumt, dass sich die Farben vermählen, das Blau mit dem Rot, das Braun mit dem Grün. Nele breitet die Arme aus, steigt umständlich, unbeholfen auf einen der Maulwurfshügel, steht jetzt wie eine Staatsmännin da. In gut einer Stunde ruft sie die Hände zum Trichter geformt, wird alles trocken sein. Sie stampft die Erde fest. Die Alte schlurft an der Leine entlang. Sie wird ihre Wäsche weiter drüben aufhängen, weit weg von den Maulwurfshügeln und Neles Sachen. Mit gichtigen Fingern klemmt sie ihre Fransen umsäumten Kissenbezüge fest. Es ist die hilflose Emsigkeit einer unnütz gewordenen Frau, die sie verbissen und stumm hantieren lässt. Ungeschickt schiebt sie sich mehrere Klammern zwischen die Lippen. »Muss ein blödes Gefühl für die Kissen sein«, meint Nele, »so hüllenlos warten zu müssen, enthäutet und frührend.« Die Alte weiß keine Erwiderung, sie schiebt das Kopftuch aus ihrer Stirn. Das Tuch lässt sie älter erscheinen, lässt Haare und Stirn zu einer Einheit verschmelzen. Neles Haare sind winzerzaust, sie trägt kein Kopftuch und keinen Slip. »Na denn«, sagt Nele, ihre Stimme klingt resigniert.
Na denn, schönen Tag noch. Und nicht vergessen, in einer Stunde, dann können wir alles abnehmen. Dann können Sie Ihre Kisten wieder anziehen und ich meinen Slip. Sie hebt ihre Hand. Bis nachher, sagt sie und läuft mit kleinen Trippelschritten zum Haus zurück. Die Alte sieht Nele nach, wie die sich nochmals umdreht, ihr zuwinkt und dann im Eingang verschwindet. Die Wohnungstür der Alten scheint nur angelehnt. Zögernd tastet sich Nele weiter. Leichtsinnig, denkt sie, und widersteht dem Wunsch, eine Klammer in den Türspalt zu klemmen und ihr damit möglicherweise ein Kopfschüttelgespräch mit der Postfrau zu schenken. Denken Sie sich, die Neue führt neuerdings Kriege mit Klammern. Neles Mundwinkel zucken. Die Nachbarin, dumpf und schwerfällig, hat ihr Leben gelebt, hat abgeschlossen, hat ihren Drang, die Lust nach mehr, nach immer mehr wissen wollen, zusammengeschnürt. So sind nur Gram und Verdrießlichkeit bei ihr geblieben. Unfähig, Langeweile und Alter zu trennen, füllt sie ihr Dasein mit gardinengetarnter Neugier aus. Nele schließt ihre Wohnung auf. Sie tritt in den Flur, schiebt die Schlüssel beiseite und fasst nach den Zeigern der Uhr. Sie steht vor dem Spiegel und wirft den Kopf in den Nacken und fährt sich mit allen 10 Fingern durchs Haar. Ich habe heute dieses 1-2-3-Gefühl, sagt sie zum Spiegel und klopft an die Scheibe und lacht. Das Kalenderblatt ziert sich. Nele schüttelt den Kopf. Sie muss noch ein zweites Blatt abreißen. Sie hat das gestern versäumt. Sie denkt nach. Auf dem Heute-Blatt müssten 2 Einsen prangen und 1 3. Quersumme gleich Primzahl. Na bestens. Nele brüht Wasser für Kaffee aus. Vorsichtig zieht sie den Topf mit dem brodelnden Wasser vom Herd, tastet nach ihrer Tasse und gießt auf. Diesmal hat sie sich nicht verbrüht. Ich werde einen Fimo kneten, beschließt sie und schnalzt wie ein Dompteur mit der Zunge. Fimos gelingen an Primzahltagen besonders gut. Nele kraust die Stirn. Mit geübten Bewegungen beginnt sie, die weiche Masse zu formen. Einen Mann diesmal, nimmt sie sich vor. Die Figürchen auf ihrem Fensterbrett sind allesamt mit prächtigen Brüsten bewaffnet. Für die Brustwarzen hat Nele Senfkörner verwendet. Sie knetet und formt und lässt eine fingergroße Figur entstehen. Kritisch befühlt sie ihr Werk. Zu breitschultrig, denkt sie, ein Macho. Hey Macho, sie pappt doch Nase und Brauen fest. Mal sehen, ob du mit dem Weibervolk klarkommst. Zuletzt formt sie die Haartolle. Jetzt bist du ein Elvis, sagt sie und denkt, schön durchgeknallt, ich kommuniziere mit einem Knetgeschöpf. Sie richtet sich auf. Da hört sie die Uhr schlagen. Ich werde noch meinen Slip vertrödeln. Sie kichert, holt ihren Stock und tappt die Treppe hinunter. Tastet sich an der Wand des Treppenhauses entlang, dabei drückt sie auf die Klingelknospe der Alten. Raustreten zur Wäscheernte, ruft sie mit tiefer, verstellter Stimme. Im Haus bleibt es still. Kein Mensch lässt sich sehen. Draußen wäre Nele um ein Haar mit der Postfrau zusammengeprallt. Ich habe sie nicht kommen sehen. Nele streckt ihre Hand ins Leere und lauscht dem leiser werdenden Hall der Schritte. Sie hat schlechte Laune, denkt Nele. Du lieber Gott, weshalb hat sie so schlechte Laune? Wie eine Bachstelze wippt Nele über den Wäscheplatz. Übermütig bockt sie die Kissenhüllen der Alten. Schön. Sie holt tief Luft und schultert den weißen Blindenstock. Und muss an Matisse denken. Eigenartig. Zuerst an Matisse. Dankeschön.